Ja, den Bornplans. Hehe, denkste. Und damit ein Hello there und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Bayou Stories. Ich habe den Namen von Life of a Hunter zu Bayou Stories geändert, um es ein bisschen vom Psycho Ghost Format abzukapseln, und mir gefällt dieser Name auch einfach besser. Nachdem Emmett Oliver schlussendlich auch dem Bayou zum Opfer gefallen ist, dürfen wir nun die Geschichte von Woody Good. Woody Gout? Woody. Gold. Woody Gould verfolgen. Woody ist etwas, was wir heutzutage einen Edgelord nennen. Dunkle Kleidung, Kapuze, Schädel auf der Brust und dazu ein Katana. Nichtsdestotrotz ist Woody ein Patriot seines Landes und führt zu seinem japanischen Schwert auch eine Cordwell Marathon Swift mit bei. Diese ist mit F&J geladen, damit er sowohl mit seinem Schwert als auch mit seinem Gewehr alles Mögliche penetrieren kann. Seine erste Jagd findet in DeSalle statt. Dort ist es seine Aufgabe, den Butcher ausfindig zu machen, allerdings kamen ihm da bereits einige andere Hunter zuvor. Ich weiß nicht ganz, was mein Plan ist, um ehrlich zu sein. Okay, das andere Team ist da. Oh! Huch, da hatte ich gerade einen Ruckler. Was ist denn das? Fuck. Komm zurück. Komm back. Möchtest nicht, dass ich genauso einen Headshot fresse wie sie eben? Weil ich einfach hier so rumstehe wie ein Maniac. Das, was ich hier gerade mache, ist echt dumm, Alter. Ah, das haben sie gehört. Oh oh, hinter mir. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Keine Ahnung, wo sie liegt. Muss moven. Schau. Okay, den letzten rush ich. Die Panic Joke. GG. Gut. Schon mal ein Team raus. Weil ich mit dem irgendwas zu tun hatte. Ja, das ist gut. Warte mal.
Ist das auch eine Marathon? Nee, das ist eine Winnie. Alright, alright, alright. Ich weiß leider nicht, wo ich den einen gekillt habe. Keine Ahnung, wo ich den einen gekillt habe. Oh, ein Punch. Aha! War's das? Ist vorbei? What the fuck? Ah, geil. Das war nice. Wow. Okay. Okay, das war cool. Nice. Oh mein Gott, Alter, wie viele Linien. Oh mein Gott, bin ich froh, Packmill zu haben und ich habe tatsächlich 2 Throwables bekommen. Nicht wie jetzt eine Witcher zum Beispiel. Oh mein Gott. GG. Holy shit, Alter. Das war krass. Das war nice. Das hat richtig gebockt. Oh, schade. Kann ich nicht looten. Das sind alle. Alle weg. So, wie sieht's jetzt aus? Auch wenn Woody gezielte Schüsse und präzise Schnitte bevorzugt, sagt er auch nicht zu einer ordentlichen Explosion nein. Oder zu mehreren. Als nächstes verschlägt es ihn nach Lawson Delta. In Sweet Bellflower befindet sich dort das Monster Scrappeak. Nur ist er mal wieder nicht der erste am Boss Compound. Sie sind auch in Sweet Bell, glaube ich. Ah, Scrappy ist hier. Oh, über die Raben. Oh mein Gott, er hat Feuermuni, er hat nicht auf ihn geschossen. Das war so lucky. Holy shit. Oh mein Gott, das hätte so schief gehen können.
blöde Choke, Mann. Ah! Die Choke kam so, so gemein gerade. Ey, diese blöde Choke. Ah! Mann! Diese blöde Choke! Warum diese Choke? Ist das gemein? Wow. Wow. Okay. What? Okay, Bulwark. Boah, er war da, ich habe ihn nicht gesehen. Ey, dass er das überlebt hat. Dass der das überlebt hat. Wie frech. Viel Chance da rein. Eine Bombplans. Hehe, denkste. Aber ein guter Versuch. Oh, Muni, cool. The Bombplans is dead. Ninja Move. There was some ninja shit right there. Ich lass zu oft nach mit dem Ding. Oh, nee, 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 nicht das Repicken. Nicht das Repicken. Ich lade viel zu oft nach mit dem Ding. Halt überall Leute, ne? Yeah! Meine Trap. Ich fühle mich echt nicht so wohl, muss ich sagen. Au. Ja. Wow, Alter, dich habe ich ja gar nicht erwartet. What the fuck? Wann bist denn du reingekommen? Holy shit. What? Und ist denn er hier rein? Oh. Lame. Ja gut, wir müssen warten. Hehe. Ey, der Silencer ist immer noch da.
der Silencer immer noch da ist, Bro. Was ist denn mit dem? Bitte kein Bleed. Eigentlich löschen, aber ich hab Dauntless. Junge, was ist das hier gerade für eine Situation? Da draußen ist irgendein Romero mit Dragon Breath? Oh mein Gott. Ich spiele fucking Ninja, was ist das? Nein! Nein, ich musste Waffen wechseln! Ah! Scheiße! Ne. Oh fuck! Ja! War ganz gut, dass ich die Munibox dabei hab. Mann. Ey, was macht der denn da? Was macht der denn da? Was ist das hier, Junge? What the fuck? Thanks to the caddy. What the fuck? Ist das, Junge, what the fuck? Ich hab selten so Ninja-Action gemacht. Was ist hier passiert? Ich hoffe, denk nicht, dass ich ein Solo bin. Bitte denkt einfach nicht, dass ich ein Solo bin. Es war so viel Action, die könnten einfach denken, dass ich alleine bin. Ich lasse sie gehen, ist mir egal. Die Runde war krass. Ich bin so zufrieden. What the fuck? Ich bin absolut zufrieden mit dieser Runde. Ja, geht. Es ist völlig okay. Geht einfach. Ich gehe kurz aufs Klo, ich lasse sie gehen. Ich will keinen Fight mehr. Ich nehm das hin. Das ist eine gute Runde. Ich gehe aufs Klo, die sollen Abstand nehmen. Bitte zünd mich nicht an. Bitte zünd mich nicht an. Please don't burn me. Bitte. Bitte nicht anzünden. Auch nichts draufwerfen. Lass mich einfach in Ruhe. Danke. Okay.
Ja, und wir kommen schon langsam höher in den Lobbys. Jetzt sind schon viel mehr 4 Stars als 3 Stars, das ist nice. Mit jedem Team zu tun gehabt. Und mich hat jedes... Wow! Mich hat jedes Team einmal gekillt. Das ist ja lustig. Oh, jetzt war der MMA nicht so gut. Ah, nur noch 5 Stars, aber okay. Jedes Team habe ich einmal gekillt, das ist schon funny. Der Woody. Das war haarscharf. Ähnlich wie Woodys Katana. Glücklicherweise hatten sie Woody nicht als Alleingänger enttarnt und somit durfte er ein letztes Mal die Kraft von Necromancer nutzen, um sich wieder aufzuraffen. Auch wenn er es nicht mit dem Kopfgeld raus aus dem Sumpf geschafft hat, war diese Mission dennoch sehr lehrreich. Nun ist die Frage, ob er sein dazugewonnenes Wissen in seiner nächsten Mission nutzen kann. Ah, come the fuck on, Bro. Da ist immer noch einer im Wald.